Also, denken Sie sich ein kleines, dämmeriges Zimmer. So klein. Mit gemalten Wänden, noch dazu etwas zu Licht. Ein paar alte, schlechte Kupferstiche mit verblassten Aufschriften hängen da und dort. Eine Hängelampe mit einem Schirm. Und vom Fenster aus, wenn es Abend wird, die Aussicht auf die im Dunkel versinkenden Dächer und Rauchfänge. Und wenn der Frühling kommt, da wird der Garten gegenüber blühen und duften. Wie glücklich müssen Sie sein, dass Sie schon zu Weihnachten an den Mai denken. Ein kleines, gemütliches Vorstadtlokal, das habe ich da neulich entdeckt. Die Fauteuils haben kein Samt und das Klavier kein Pedal. Und Kracherl, so heißt dort der Sekt. Im Grand Hotel ist es mondäner, doch dort ist es tausendmal schöner. In einem kleinen Café in Hanois spielt's Grammophon mit leisem Ton an English Voice. Dort genügen zwei Mokka allein, um ein paar Stunden so glücklich zu sein. In einem kleinen Café in Hanois klopft manches Herz hinauf bis zum Holz. Und gehen zwei Verliebte sich dort rendezvous, drückt der Herr Ober ganz diskret ein Auge zu. Die Tassen, die sind dort aus dickem Porzellan. Zerbrechlich so leicht sind sie nicht. Die Herzen dagegen sind sehr filigran. Und oft kommt es vor, dass eins bricht. An Zeitungen haben's keine Spesen. Was wird in den Augen gelesen? In einem da-da-da-da-da-da spielt's Grammophon mit leisem Ton ein English Voice. Dort genügen zwei Mokka allein, um ein paar Stunden so glücklich zu sein. In einem kleinen Café in Hanois klopft manches Herzerl hinauf bis zum Haus. Und geben zwei Verliebte sich dort rendezvous, drückt der Herr Ober ganz diskret ein Auge zu. Da steht auf drei Füßen ein altes Billard. Man weiß nicht, wozu überhaupt. Nur dann und wann spielt Karambol dort ein Paar. Massestöße sind nicht erlaubt. Beim Schach fehlt ein Turm und ein König. Was kümmert die Leute draußen wenig? In einem kleinen Café in Hanois spielt's Grammophon mit leisem Ton an English Voice. Dort genügen zwei Mokka allein, um ein paar Stunden
so glücklich zu sein. In einem kleinen Café in Hanois klopft manches Herz hinauf bis zum Heus. Und geben du und ich sich dort Rendezvous, drückt der Herr Ober alle beide Augen zu.